Heute werden wir in Level 14 herausfinden, wie hier das Parcours in Splatoon 2 im Story-Modus aussehen wird. Let's go! Wir haben noch zwei Level zu besuchen. Und ja, wenn wir wieder heute schnell sind, dann machen wir eventuell sogar noch den Boss. Bin schon mal gespannt. Und es wird mal wieder Zeit für die Sniper. Ach Gott schon, das wird doch sowieso nichts. Naja, ein Versuch ist es ja auf jeden Fall wert. Werden wir erstmal hier diese Springlast mal zerstören, die mir jetzt schon am Anfang des Levels mir auf die Nerven gehen. Okay, haben wir das schon mal gemacht. Und hier können wir nichts anderes, außer hier hoch zu schwimmen. Ja, auf jeden Fall. Machen wir das schon mal so gleich. Aber trotzdem mal ein bisschen umschauen. Hat das hier irgendwas zu bedeuten? Ich denke mal nicht. Aber soweit ganz gut. Naja, mal wieder der Levelaufbau ist mal wieder interessant. Oh, fängt ja wieder gut an mit denen. Aber ich glaube, ich werde sagen, ich habe so langsam den Dreh mit den Snipern raus. Würde ich jetzt einfach mal so aus meiner Seite so sagen. Mhm. Hier mal wieder ein Ausrüstungsgegenstand. Hier müssen wir wieder ein bisschen timen. Ja, okay. Auf die Surfschienen. Ja, krieg's. Nee, einfach nur gefailt. Na gut, egal. Hier sammeln wir wieder die Dinger ein. Die Fischeier. Dann haben wir wieder einen Octoling am Start. Komm, das krieg ich hin. Das wird jetzt nicht so schwer. Komm schon. Ja, bleib da. Scheiße. Ich habe keine Tinte. Warum kriege ich das nicht hin? Bin ich zu doof dazu? Ey, komm schon. Nein. Lächerlich. Verpiss dich. Was soll das Scheiß? Ich werde hier eingeengt. Ja, bis ich irgendwann keinen Platz habe, ne? Ey, komm schon. Ey, das darf doch nicht wahr sein, dass ich hier daran fehle. Komm, dann mach ich's halt auf die altmodische Art. Hat nichts gebracht. Ey, was ist denn los? Komm her. Na endlich. Hat schon etwas lang gedauert. Daran sieht man. Man läuft mit Snipern auch manchmal, dann hält doch nicht. Hier ist mal wieder so eine Sardinenbüchse. Oh, okay. Und hier können wir auf jeden Fall weiter. Zum nächsten Checkpoint. Wo wir wieder hier so ein... Naja, so ein Teil haben, wo wir hoch müssen. Und wir haben wieder den Octosniper. Oder halt hier Octoschützen. Ich nenne jetzt Octosniper, aber weil es besser passt. Ach man, gehen wir dir jetzt schon wieder auf die Nerven. Warum? Ich mag die nicht. Die sind so... Ah, die nerven mich diskret. Ich kann die jetzt schon irgendwie treffen. Aus weiter Entfernung. Aber ich glaube nicht, ne. Ne, schade. Aber hätte klappen können. Ach man. Na gut. Dann gehen wir halt drumherum und wenn wir dann halt in der Nähe sind, dann treffen wir ihn auf jeden Fall mit einem Headshot. Wenn du nur näher rankommen könntest. Ja, das wird schon noch so ablaufen. Okay. Wahrscheinlich habe ich ihn irgendwie sogar getroffen. Ja, genau, zerstört ruhig meine Ausrüstung, ne? Ist ja nicht so, als wäre diese nötig. Ist nur eine Sardinenbüchse wieder. Hoffentlich sind die... Hoffentlich sind die... Zwei Sammlerobjekte nicht diesmal versteckt. Alter! Chill mal! Meine Güte! Das ist ja richtig... Zum Kotzen jetzt schon, ey. Boah. Noch bleib ich ruhig. Die Betonung liegt auf noch. Na komm schon. Mann, geh nicht auf die Nerven.
Nein, du lässt es schön bleiben. Geh uns nicht auf den Sack. Du kannst doch gerne mal kaputt schießen hier, ne? Ja, dann mach ich das halt, ne? Geh ich mal schön weiter. Nächster Checkpoint. Okay. Wir müssen halt nichts übersehen, sonst wäre das halt nicht so gut. Das wäre nicht so geil. Wenn wir jetzt noch was übersehen würden. Das wäre jetzt nicht so schön. Dass hier noch irgendwas noch sein könnte oder so. Ich habe schon wieder das komische Gefühl, als hätte ich schon was übersehen, ne? Jetzt kommt es mir auch nur so vor und es kommt noch was. Oh, tschüss, Mann! Endlich! Okay, das ist der Schlüssel. Okay, gut, soweit. Ja, wieder nur so eine Sardinenbüchse. Aber besser als nichts, ne? Okay, da können wir schon mal zum Container, damit wir halt weiter können. Sonst geht das ja nicht. Das geht auch nicht. Ah, jetzt kommen wir Schalterspielchen oder was? Bestimmt. Eventuell. Geh mal hier hoch, ob das Nutzen hat, keine Ahnung, aber so wie es scheint, wohl nicht. Ja, vielleicht doch etwas. Ah, ich glaube, das war doch ein Schalterspielchen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Na, Halleluja. Nein. Du lässt es schön sein. Deine ganzen Komplizen hier auch. Nein! Was war das für ein Fehler? What the fuck? Okay, da habe ich jetzt nicht so gut aufgepasst. Das Hund. Oh Mann. Das war eine Meisterleistung. Mal wieder. Dann etwas vorsichtiger sein. Ja, ganz gut. Hier haben wir einen Coupon. Den können wir aufsammeln, wenn wir dann noch in der Nähe sind. Komm jetzt aber. Trotzdem einen kleinen Hitmarker kassiert, ey. Ach Mann. Geh weg. Du genauso. Ihr pisst mich alle an. Das kann mir jetzt etwas überraschen. Vielleicht aber auch nicht. Eventuell. Irgendwie so, genau. Ja. So. Wird das jetzt hier so eine Art Labyrinth, dass ich mich jetzt hier von unten nach oben nicht durchforsten soll? Oder wie? Oder was? Schon mal noch ein Checkpoint. Aber so langsam vermisse ich Anchovium und Schriftrolle, ne? Also. Ne? Nee, ich hasse die Art. Geh weg! Gut. Alter. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Alter. Hier ist gerade ein bisschen zu viel los. Nee. Weg, schön weg bei dir. Okay, können wir auf jeden Fall hoch. Aber jetzt könnte ich hier zum Coupon. Ich sammle den jetzt einfach ein. Hat so mehr oder weniger schon einen Nutzen, aber. Ja. Habe ich jetzt einfach mal so an dieser Stelle mal gemacht. Geh hoch! Geh hoch! Geh hoch! Komm schon! Ah! Gut, dann halt nicht. Muss halt extra noch so ein bisschen detailgetreu einkehren, damit es halt überhaupt klappt. Aber so müsste es auch funktionieren. Nicht? Ey, was ist denn los, Mann? What the fuck? Komm, aber jetzt. Na, wunderbar. Letzter Checkpoint. Ja, schön. Geht ja weg, ne? Geht alle weg. Ne, 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 nein! Ja, ist ja gut! Ja! Shot! Ah, mit dem Eimer unterwegs. Ja, hallo! Alter, was los, Mann? Ist ja gerade richtig am Eskalieren hier, ey. Ohne Witz. Was ist hier? Okay, das ist ein Chovium. Wo ist die Schriftrolle? Wo ist die gottverdammte Schriftrolle? Wo ist sie? Ich will sie haben. Jetzt. Sofort. Wenn es möglich wäre. Wäre nett. Das bringt mir nichts. Gar nicht. Überhaupt nicht.
dann habe ich sie mal wieder übersehen. Ja, toll. Dann darf ich die Level ja vielleicht nochmal machen. Auch wenn ich keine Lust dazu habe, aber ich muss. Toll. Wo ist das jetzt nochmal? Irgendwo hier unten, ne? Ja. Das führt mich aber nicht jetzt schon ans Ende, oder? Oh, so wie es aussieht, ja. Scheiße. Oh ja. Ach man. Ach, komm schon. Ach, das ist doch lächerlich, ne? Ich habe auch keine Ahnung, wo die Schriftrolle sein könnte, ne? Ach, das ist doch zum Kotzen jetzt schon, ne? Na, wunderbar. Na gut. Dann mache ich die Level halt nochmal. Aber um es etwas schneller hinter mir zu bringen. Ja, wir machen auf jeden Fall noch ein Level. Egal wie lang der Part ist. Das juckt mich jetzt sogar an dieser Stelle mal nicht. Ich nehme jetzt dafür, damit es etwas schneller vonstatten geht, jetzt hier auf Screen. Suche ich halt nach der Schriftrolle. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich sie gefunden habe. Also, bis gleich. Ich bin noch doof, ne? Das war genau hier gewesen. Na geht. Dann sehen wir uns gleich auf der Overworld wieder. So, hätte ich mich dann doch etwas mehr umgeguckt, dann hätte ich es ja soweit im First Try schaffen können. Aber nein. Naja gut, egal. Da habe ich jetzt, haben wir somit Schriftrolle Nummer 14 und hier steht geschrieben: Neueste Forschungen haben Erstaunliches über die Tinte der Inklinge ans Tageslicht gebracht. Die Tinte scheint nach dem Verschießen von selbst zu verschwinden. Tatsächlich sind dafür allerdings Mikroben in der Luft verantwortlich. Wie dem auch sei, geht's sofort weiter hier in Level 15 und somit hier das letzte Level hier in dieser Zone, / Welt, wie auch immer. Octolingen Hinterhalt auf der Buggelwall-Piste. Mal schauen, wie lange es diesmal hier dauert. Ja, die Octolingen sind wieder da am Start. Und hier gilt es wieder, die 8 Mini-Elektro-Wälze hier zu besorgen. Das Civitox-Nebel diesmal am Start. Na wunderbar. Das direkt eliminiert. Wie am fließenden Band. Aber hier müssen wir halt gründlich halt schauen. Hier ist schon mal ein Schlüssel, okay. Müssen wir gründlich halt nachschauen. Für die Anchovium und Schriftrollen natürlich. Und der Civitox-Nebel oder so macht einen etwas langsamer. Glaube ich, bin mir gerade nicht so sicher. Ich glaube ja. Ja, macht schon einen langsamer, ne? Ja, so ein bisschen. Ich hab keinen. Geh weg! Ich hatte keine Tinte mehr! Das war richtig scheiße. Komm, du bist fällig. Ich hab gesagt, du bist fällig. Ja, zerstört immer ruhig meine Rüstung. Nein, ne? Finde ich mal wunderbar, finde ich wunderbar, ja, cool, immer rein in die Fresse, genau, ich liebe es, schön, wunderbar, stehe ich drauf, ne, Kappa. Komm schon! Ja, gut, wunderbar. Sind diese komischen teppichartigen Teile da? Wovon ich immer noch nicht den Namen weiß. Aber soweit so gut. Ja, mal. Auf jeden Fall Curling Bomb mal am Start. In-game natürlich gesehen. Wie live. Okay, 5 haben wir noch.
Die Mama Spawnschwert. Oder so ähnlich, ja, wunderbar. Ey, dass ich jedes Mal mich so dämlich treffen lasse und dass immer die Ausrüstung immer direkt verschwindet. Und das wäre, als wäre das so ein One-Hit-Kill, ne? Ja, betreib noch mehr! Ey, das geht mir gerade was so richtig auf die Nerven, ne? Ich brauche auf jeden Fall so schnell wie möglich hier Schritt rollen. Ja, was machst du? Hallo, geh mal weg da. Du hast hier nichts zu melden. Okay, ein Coupon. Ich will gerade keine Coupons, ich will nur Schriftrollen und ein Show, Junge. Hier ist irgendwie Sintox-Nebel-Zeugs da, ja. Okay, das ist schon mal keine Tinte. Ich muss unbedingt meinen Tintentank erweitern, ey. Das geht ja mal gar nicht. Okay, die Hälfte haben wir schon mal. Und immer noch kein Anchovium. Oder Schriftrolle. Achso, wir sind schon im Spawn von den Octolingen. Aber es war wahrscheinlich keine gute Idee, oder? Ja, aber... einfach nur weg. Weg, 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 weg. Einfach nur weg. Aber ich muss jetzt nicht schon die ganze Zeit, ich müsste jetzt auch wirklich mal vielleicht bringen, dass er hier diesmal oder so die Sevidox-Nebel-Dinger halt, wegzumachen. Du hörst auf, in die Kleidung wegzuschießen. Zwei haben wir noch. Ausrüstungsgegenstand. Teil, irgendwie so. Boah, ich habe keine Tinte wieder. Darf nicht wahr sein. Du hörst auf, mit deinen Roller hier rumzuspielen. Das gibt's ein Bitch Slap. Okay, einen haben wir noch, aber bevor ich den jetzt hier hole, schaue ich mich jetzt nochmal schnell hier um. Und geh jetzt einfach mal weg. Jetzt sind unter anderem Kisten. Und ein bisschen schneller, komm, komm, komm. Nur sowas hier. Ich habe auch keinen Anschub, wir haben auch keinen Schriftfehler, ne? Keins von beiden. Ach Mann. Vielleicht hier vielleicht. Nö. Ach komm schon. Bitte. Nee, will ich dann noch nicht. Ja, Mann, übertreibt ruhig, ne? Vielleicht bringt das irgendwas, wenn man hier diese Teile da irgendwie. Nee, das ist nur so eine Dose. Er kommt schon, kann ich mal was Besseres kommen? Ich warte hier noch, ich erwarte hier noch was anderes, ne? Ey, komm. Es ist doch gerade richtig lächerlich, was ist passiert. Hier ist noch ein Schlüssel. Okay. Und für was bitteschön? Hier vielleicht. Ja, wenigstens das Anchovium habe ich schon mal gefunden. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, zum Glück hatte ich noch ein Ausrüstungsgegenteil, Gegenstand, wie auch immer. Zum Glück. So. Wo ist jetzt die Schriftrolle? Wo ist die gottverdammte Schriftrolle? Warum frage ich auch, wenn sie direkt vor meiner Nase liegt? Ich glaube, ich werde Einzelteile rauscutten, sonst wird das ein bisschen lange dauern. Befürchte ich. So. Den mittleren habe ich ja ausgelassen. In der ganzen Sucherei. Perfekte Zahl. 2015. Fischeier. Noch zwei drauf, dann hätten wir das ideale Jahr. Aber egal, wir haben es jetzt endlich mal geschafft. Ja. Nach 6 Minuten. Und fast 7 Minuten. 6 Minuten 40, um genau gesagt. So. Dann mache ich's doch anders. Dann machen wir dann im nächsten Part dann den Boss. Und ja, Coupon wird da gut erhalten. Das Bosskessel-Portal. Oder die Teekanne. öffnet sich. Und ja. Nummer 15, Schriftrolle, und da steht geschrieben. Verpasst nur ja nicht das neue Album von Red Floor. Ihr Musikstil ändert sich wie die Tintenmuster in einem fetzigen Revierkampf. Bunt oder einfarbig, schnell oder langsam. Rock einer neuen Generation, jetzt erhältlich. In ihren Supermarkt. Oder so ähnlich. Okay, ja, wunderbar, ja, toll. Dann begebe ich mich schon mal hier hin und verabschiede ich mich schon mal von euch und würde sagen, wenn euch dieser Bot gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch hinterlassen, wenn ihr wollt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.